willkommen zu unserer heutigen Online-Stunde. Wie versprochen, wird es heute eine etwas ruhigere Stunde, in der wir uns hier mit fließenden Bewegungen, mit ein bisschen Dehnung, mit Mobilisation befassen. Keine Sorge, der Rest des Körpers, der kommt schon dran, wir trainieren alles durch, du wirst auch deine Muskulatur stärken, aber es ist nicht ganz so anstrengend, wie vielleicht manche andere Stunden in den letzten Wochen waren. Wir starten im Sitzen und als Hilfsmittel habe ich mir ausgesucht einen Ball und einen Gurt. Du kannst alternativ selbstverständlich wieder eine Bademantelschleife oder sonst was verwenden. Wir brauchen heute kein Theraband, nichts, das sich dehnt. Wir werden den Gurt eher verwenden für die Dehnung der Beine. Und ja, es ist eigentlich gut, wenn du gegen etwas drückst, das nicht allzu sehr nachkommt. Wenn du keinen Ball zur Hand hast, dann such dir bitte entweder ein, zwei Decken, über die du dich dann entsprechend beugen kannst, oder einen sehr festen Polster, vielleicht auch zwei. Polster, die allzu sehr nachgeben, wären heute nicht so gut geeignet, weil wir versuchen, in diesem über etwas drüber beugen ein bisschen Distanz auch zum Untergrund zu schaffen. Und ja, das wird dann nicht gut funktionieren, wenn der Polster allzu nachgiebig ist. Setz dich mal aufrecht hin, möglichst in einem Schneidersitz, wenn deine Hüfte das gar nicht mag, finde einen anderen für dich akzeptablen Sitz. Roll mit dem Becken ein klein bisschen zurück, roll vor und zurück und vor über deine Sitzbeinhöcker und finde dann langsam in eine neutrale Position für dein Becken. Tendenziell neigen wir dazu, eher ein bisschen zu rund dazusitzen. Richte dich auf und fühl mal, wo der Punkt ist, wo das allergrößte Gewicht auf deinen Sitzbeinhöckern lastet. Und dort pendelst du dich ein. Und von dort führst du mal deine Schultern genau in eine Linie über dein Becken. Führ die Rippenbögen ein bisschen zueinander, verbinde Brustbein und Schambein und halte diese Position. Lange Teile. Leg dann mal deinen Daumen an die Schultern außen. Drück fest rein und jetzt drück deine Schultern gegen die Daumen seitlich hinaus. Und du wirst merken, wie sofort ein ganz klein bisschen hier im allerobersten Bereich deine Schlüsselbeine sich so ein bisschen aufdrehen. Ich vergleiche sie mal mit Sardinendosen, die man öffnet. Ja, ganz klein bisschen nach oben und hinten drehen. Deine Schulterblätter schmiegen sich an den Brustkorb an. Die Spitzen der Schulterblätter ziehen mittig Richtung Rücken bzw. weiter diagonal in Richtung deiner Hosentaschen. Jetzt stell dir vor, deine Ohren werden immer länger und du ziehst die hochhörende Schulter immer noch weit hinausziehen und dein Nacken lang wird. Die Hände liegen ganz locker, ohne irgendeine Anspannung auf deinen Oberschenkeln ab. Schließ deine Augen, atme mal alles aus, leer deine Lungen vollständig. Atme dann tief durch die Nase ein und füll die Lungen wie einen Krug Wasser von unten nach oben mit Sauerstoff. Wenn das Lungenvolumen vollständig ausgeschöpft ist und du das Gefühl hast, da oben bei den Schlüsselbeinen stets schon an dem obersten Lungenspitzen, halte und dann öffne den Mund, atme alles wieder. Atme nochmal tief durch die Nase ein. Luft selbstverständlich nicht, Sauerstoff. Da ist schon ein bisschen mit dabei. Halte, wenn du voll bist. Und dann öffne den Mund wieder. Atme forciert aus. Fühl, wie deine Taille noch länger wird, wie der Bauchnabel nach innen und oben zieht, wie der Beckenboden aktiviert. Ein letztes Mal, einer dieser Clearing Breaths nennen wir es im Yoga. Einatmen tief durch die Nase. Füll deine Lungen, bereite sie vor auf die Arbeit, die jetzt dann auf sie zukommt. Halte, wenn du voll bist. Noch nicht ausatmen, öffne den Mund, atme einmal noch ganz tief ein, noch ein bisschen was, halte nochmal ganz kurz. Und jetzt aus durch den Mund, alles auslassen. Geh dann zu einer ruhigen Pilates-Atmung über. Schick die Luft eher in den unteren Bereich deines Brustkorbs, dadurch weiten sich die unteren Rippen zur Seite hin vorrangig und ausatmen, finden sie wieder zueinander. Die Taille wird wieder lang und schmal,
und Beckenboden, Bauch sind aktiv. Atme weiter ganz ruhig. Du brauchst jetzt nicht mehr forciert atmen, lass den Atem eher fließen und schieb ihn ganz einfach in den unteren Teil vorrangig deines Brustkorbs und denk auch wieder an deine Körperrückseite. Entspann die Stirn. Entspann die Haut zwischen den Augenbrauen. Lass die Wangen weich werden. Die Haut um die Augen. Die Haut hinter den Ohren. Die ganze Kopfhaut, dein ganzer Skalp weich wird und regelrecht nach hinten den Nacken hinunter fließt zwischen den Schultern weiter. Öffne den Mund ganz kleines Stückchen nur, streich mit der Zunge außen über deine obere Zahnreihe und dann über deine obere Zahnreihe innen. Führ das gleich an der unteren Zahnreihe durch. Streich mit der Zunge außen. Streich mit der Zunge innen drüber. Schieb dein Kiefer ein bisschen hin und her. Und dann schließ den Mund wieder und lass die Zunge ganz, ganz locker hinter deinen Zähnen ruhen. Lass die Augen noch geschlossen, richte dich nochmal ganz bewusst auf. Stell dir jetzt vor, es greift jemand hinten an den untersten Teil deines Schädels und zieht dich noch ein Stückchen hoch hier, mach dich noch ein bisschen länger. Oder stell dir vor, du hast ein Buch auf dem Kopf liegen oder einen Ziegelstein, etwas Schweres, das du nach oben wegdrücken möchtest und dann gleichzeitig fest mit den Sitzbeinhöckern in den Boden reindrückst. Aus dieser Position dreh den Kopf mal nach links und schau mit geschlossenen Augen, so weit du kannst, über die linke Schulter. Dreh in deine Achse wieder zurück zur Mitte, das gleiche nach rechts. Versuche in eine maximale Drehung zu kommen und trotzdem bei dieser Rotationsbewegung im Halswirbelbereich Länge in deiner Halswirbelsäule zu erzeugen. Du drückst dein Buch immer noch nach oben weg, während du rotierst. Links und rechts. Ein letztes Mal noch jede Seite. Einmal noch links. Und einmal noch rechts. Komm zurück zur Mitte. Mach dich lang wieder. Mit geschlossenen Augen zieh das linke Ohr, die linke Ohrmuschel hoch zur Decke, so hoch du kannst. Löse die linke Hand, lass sie Richtung Boden gleiten. Vielleicht kannst du die Handfläche in die Matte pressen oder zieh zumindest Richtung Boden oder Matte. Mach dich lang, nur in der Halswirbelsäule ist die Beugung im Moment. Dein Ohr zieht hoch, so hoch es kann. Bring dein Kinn vielleicht ein bisschen näher Richtung den Kehlkopf. Drück mit der Hand in die Matte rein, Länge wieder. Wir halten für 3, für 2. Für 1, leg die rechte Hand an deine Schläfe, führe vorsichtig den Kopf wieder zurück zur Mitte. Andere Seite, kurz mal beide Hände ablegen, dann zieh das rechte Ohr hoch zur Decke, Ohrmuschel möchte ich an der Decke ankleben. Wieder ganz, ganz leicht Kinn gegen Kehlkopf, rechte Hand löst, rechte Hand zieht in Richtung Boden oder Matte. Fest hinunter, vielleicht spürst du jetzt auch schon einen Unterschied zwischen links und rechts. Kraftvoll, Ohr hoch, Hand runter. Noch eins. Leg die linke Hand an deine Schläfe und führe vorsichtig, liebevoll den Kopf wieder zurück zur Mitte. Jede Seite noch einmal. Wir ziehen zunächst das linke Ohr hoch zur Decke. Die linke Hand zieht mit der Handfläche Richtung Boden. Zieh dich in die Länge. Fühl diese Opposition. Hand nach unten und Ohr nach oben. Und jetzt nick dir deutlich zu, so richtig fest zu. Das Kinn ist so nah am Kehlkopf, wie du kannst. Du versuchst aber immer noch Länge in der Halswirbelsäule zu kreieren. Und dann roll deinen Kopf über vorne bis zur Mitte.
Richte dich wieder auf, löst die linke Hand, das gleiche nach rechts. Rechtes Ohr zieht ganz hoch zur Decke. Rechte Hand löst, presst in Richtung Matte. Sanftes Zunicken zunächst. Bleib kurz in dieser Dehnposition. Fühl auch hier wieder die Opposition zwischen Ohr nach oben, Hand nach unten. Und dann nick dir zu, so fest du kannst. Kinn geht Richtung Kehlkopf, trotzdem Länge der Halswirbelsäule erhalten. Und dann roll über vorne bis zur Mitte und löse wieder. Zieh jetzt die Schultern hoch zu deinen Ohren, so hoch es dir irgend möglich ist. Wir halten für 6, volle Anspannung, für 5, noch ein bisschen höher, für 4, schieb den Kopf nicht nach vorne, lass ihn, wo er ist, für 3, für 2, ein letztes Mal und dann lass deine Schulter nach unten fallen und gleiten. Augen bleiben geschlossen, richtig nochmal ein, stapel wieder Ohren über Schulter über Becken. Zieh deine Schulter ein Stückchen hoch, lass die Schulterblätter zueinander gleiten, lass sie nach unten gleiten am Brustkorb. Zieh sie weit auseinander, die Schultern kommen vor. Nochmal zwei Kreise nach hinten. Großer Umfang aus der Schulter raus, Hand ist immer noch ganz locker. Schulterblätter gleiten am Brustkorb entlang. Nach dem dritten Kreis Richtung wechseln. Immer wieder dazwischen. Einrichten, aufrichten. Erst wenn du deine Ausgangsposition, speziell auch des Kopfes, gefunden hast, dann zieh nochmal die Schultern hoch, bring sie weit, weit, weit vor. Und in dieser Weite lass sie absinken, so weit du kannst, und dann führe die Schulterblätter hinten am Brustkorb wieder nah zueinander. Zieh sie hoch, schieb sie vor, lass sie nach unten gleiten. Letzter großer Schulterkreis nach vorne. Und dann wieder Ausgangsposition finden. Mach dich groß, Länge kreieren, Weite in der Schulter. Wir rollen jetzt vor in einen Spine-Stretch. Wechsle dafür mal deine Überkreuzung der Beine, wenn du im Schneidersitz sitzt. Das ist auch die Hüften und immer etwas unterschiedliche Dehnung, je nachdem welches Bein vorne ist. Lass uns das ausnutzen. Erst rauswachsen. Weite Schulter. Schulterblatt klebt an, Rückenbögen zueinander. Kinn neigt gegen Kehlkopf. Dein hinterer Nacken zieht hoch zur Decke. Ganz, ganz, ganz hoch. Und jetzt langsam, langsam versuch jeden einzelnen Wirbel bewusst in Bewegung zu bringen. Lass dir bitte wirklich Zeit dafür. Es geht jetzt nicht darum, wie weit du dich verbiegen kannst. Es geht darum, dass du überhaupt in der Lage bist, anzusteuern, welches Wirbelsegment werden bitte jetzt dran. Bauchnabel zieht nach innen und oben. Bewegung erfolgt aus Hals- und Brustwirbelsäule. Lass deinen Kopf in Richtung Füße tropfen. Soweit du runterkommst, jetzt beim ersten Mal, es wird dann besser, du wirst sehen. Brustbein, Schambein, Rücken zueinander, sind die vom Magneten zueinander gezogen. Die Rückseite deines Brustkorbs, sie sind gegen hoch zur Decke gezogen, der Bauch ist aktiv. Tropf nach unten, halte hier kurz. Versuch dieses Zueinanderfinden, Brustbein, Schambein und gleichzeitig das Wegstreben der Rippen vom Boden noch ein bisschen zu verstärken. Und dann rollen Wirbel für Wirbel wieder hoch, Ausgangsposition, Schulterbein, Nase zieht zur Decke, ganz, ganz hoch, Kinn schiebt nach, Kehlkopf schiebt nach, Brustbein schiebt nach, Schulterblätter gleiten nach unten, rollen ein bisschen zueinander, heben deinen Brustkorb hoch zur Decke. Wir halten hier auch, schieben noch ein bisschen mehr nach, das Gefühl, die Schulterblätter spitzen, die tragen dich hoch. Wenn du möchtest, kannst du jetzt auch im Kinn in eine leichte Streckung zusätzlich kommen. Mach dich so lange du kannst. Verliere bitte die Länge nicht, um Kompression zu vermeiden. Und dann richte dich langsam wieder Wirbel für Wirbel in deiner neutralen Position ein. Achte wieder auf die Position deiner Schulter. Wir rollen noch einmal nach vorne ab. Ganz langsam. Hetz dich heute nicht. Es geht mehr ums Ansteuern. Wirbel für Wirbel in aller Ruhe, ganz viel Kraft im Bauch, damit du nicht nach hinten ausweichst. Kopf tropft Richtung Boden, so sehr du kannst. Brustbein, Schambein kommen zueinander, ganz fest zueinander. Und jetzt schieb deine Rippen nochmal weg, so weit du kannst vom Boden. Und dann wirbel.
helfen, wir wieder zurückkommen. Bau dich auf nochmal. Lass deine Schultern ihre Position finden. Dann streck die Nase ganz hoch zur Decke. Schieb dein Kinn noch mehr nach. Schieb den Kehlkopf nach. Schieb den Brustbein nach. Rippenbögen wollen nach oben jetzt, ganz weit nach oben in Richtung Decke. Finden aber trotzdem immer noch Verbindung zueinander. Schulterblätter nacheinander und die Schulterblatt Innenseiten und Spitzen tragen deinen Brustkorb noch ein bisschen höher zur Decke. Strecke dann nochmal das Kinn ganz fest, dehn die Halsmuskulatur vorne und dann finden wir zurück in deine neutrale Ausgangsposition. Leg die Zeigefinger aufs Acromioclaviculargelenk, auf dieses kleine Kupferl vorne. Du kannst die Augen, wenn du möchtest, immer noch geschlossen lassen, kannst jetzt auch schon öffnen. Jetzt lass deine Ellenbogen kreisen. Die Ellenbögen ziehen hoch, so nah beieinander, wie sie irgend können. Du fühlst, wie die Schulterblätter dadurch auseinandergezogen werden. Führ die Ellenbögen hoch zur Decke. Fühl vielleicht schon ein bisschen den Trizeps. Weit nach hinten. Schulterblätter ganz nah zusammen. Auch hinten möchte die Ellenbogen wieder so nah zusammen, wie sie können. Und nach vorne. Drei große Kreise mit den Ellenbögen nach vorne. Und dann drei große Kreise genauso nach hinten. Zieh nach unten, lass die Ellbogen so nah, du kannst zusammenkommen. Bring sie hoch und vor. Und zwei noch. Ganz hoch. Und ein. Ganz, ganz, ganz hoch. Und komm vor. Rechte Hand streckt lang. Rechte Hand zieht mal hoch. Mach deinen großen Bogen nach hinten, zieh nochmal hoch, schieb die Finger noch ein bisschen höher. Jetzt versuch mit der rechten Hand, soweit du kannst, deine Schulter zwischen die Schulterblätter, was auch immer du erwischst, zu greifen. Schau dir, dass der Kopf nicht vorkommt, der bleibt in Position. Was immer du jetzt erwischt hast, linke Hand schnappt deinen Ellenbogen. Du kannst ihn gern von oben schnappen, meist fühlt sich das ein bisschen besser an. Und jetzt zieh den Ellenbogen hoch zur Decke. Mach lang, zieh lang, fühl die Dehnung hier in deinem Trizeps. Ganz, ganz, ganz lang ziehen. Vielleicht gleitet die Hand dafür rechts ein bisschen weiter nach unten auf deinen Rücken. Es geht aber jetzt im Moment mal nur um die Trizeps- und Schulterdehnung hier. Zieh hoch, denk nicht zurück, denk nur hoch, 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 hoch. Versuch die Schulter rechts auf dem Weg vom Ohr zu lassen. Wir halten noch für zwei, für eins. Löse wieder. Das gleiche auf der anderen Seite. Einmal ein großer Kreis mit dem gestreckten linken Arm. Führe ihn wieder zurück und dann zieh den Arm nochmal hoch, so hoch du kannst. Beuge jetzt im Ellbogen und schau mal, wo deine Hand zu liegen kommt. Greif dann den Ellbogen rechts und denk wieder Höhe, nicht nach hinten. Zieh den Ellbogen hoch, 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 so hoch du kannst. Schulter weg von den Ohren. Vielleicht kommt die linke Hand dadurch ein bisschen weiter nach unten. Kopf, wie gesagt, nicht vorne, sondern hinten lassen. Zieh dich in die Länge hier, dehn deinen Trizeps ein bisschen. Noch zwei. Noch eins. Löse dann wieder. Verschränk die Finger jetzt hinter deinem Rücken, ich setze dich seitlich, dann siehst du mich besser. Wenn du möchtest, kannst du auch jetzt nochmal die Beine überkreuzen, verändern. Mach das so oft du willst. Hüfte freut sich, wenn es ein bisschen in Bewegung kommt. Wenn das jetzt in deinem Schneidersitz nicht mehr möglich ist, kannst du selbstverständlich in den Kniesitz kommen. Aber meist geht es von der Armlänge ganz gut auf. Richte dich wieder auf. Rippenbögen zueinander, lange Taille, Nacken lang. Hände verschränken. Wenn das gar nicht geht, Hände parallel zueinander. Oder wir haben ja jetzt einen Gurt, dann schnapp dir einen Gurt und stell einfach den Abstand ein, den du hast. Achte nur bitte, wenn du aushältst. Achte nur bitte wieder darauf, dass die Handgelenke neutral sind und du nicht in eine Überbeugung kommst. Mach dich lang. Zieh die Hände weg von dir, soweit du kannst. Öffne den Brustraum. Roll die Schultern zurück. Schulterblatt, Innenkante fühlst du ganz deutlich angeklebt an den Brustkorb. Vielleicht kannst du die Hände auch ein Stückchen wegziehen. Lass sie auf jeden Fall gestreckt. Und wir rollen wieder ab nach vorne. Ausatmen. Genauso wie vorher. Wirbel für Wirbel abrollen.
krampfhaft dich rum, zieh die Rückseite deines Brustkorbs hoch, schick die Hände weg von dir, so weit du irgend kannst. Zieh sie dann hoch zur Decke, schaff Raum in der Schulter, große Rundung. Einatmen, richte dich wieder auf und streck Nase, Kinn, Kehlkopf, Brustbein hoch und zieh nochmal deine Arme weg, so weit du kannst. Wieder zurück, einmal atmen nach vorne, Schulterdehnung dazu nehmen. Deutlich vor. Ganz rund machen. Und komm wieder zurück, mach dich wieder groß. Zieh dich lang, ganz, ganz, ganz lang. Löse wieder. Wir kommen zu unserem ersten Twist. Zieh beide Arme hoch zur Decke. Rechter Arm auf deinen großen Bogen nach hinten, linke Hand legt vorne am Oberschenkel rechts ab, roll die Schultern zusammen und du wachst jetzt wieder bei jeder Rotation ein kleines Stückchen weiter raus. Du drehst nach rechts, drückst gern mit der linken Arm bis hin gegen den Oberschenkel. Schau, dass die Schulter nicht ganz vorkommt, sondern dass du versuchst trotzdem die Weite in der Schulter zu erhalten. Länge bei der Einatmung, bei der Ausatmung dreh, wenn du weitergehen möchtest. Löse die rechte Hand hinten und bring die Rückseite der rechten Hand an die linke Popack oder vielleicht kannst du den Oberschenkel greifen. Was immer es jetzt ist, mach dich lang, öffne den Brustraum, schau über die rechte Schulter nach hinten, ein letztes Mal tief einatmen und auswachsen und ausatmen, verschraub dich noch ein klein bisschen mehr. Löse dann langsam wieder, dreh zuerst den Kopf nach vorne, löse dann deine Hände. Zieh sie hoch zur Decke, das gleiche auf die andere Seite. Zuerst mach die linke Hand einen großen Bogen nach hinten, stellt sich mal unter dem Körper auf, rechter Arm nach vorne gestreckt, Handfläche rechts, schaut nach außen, Handrücken liegt am Oberschenkel. Mach dich groß, bring die Schultern zueinander und dann schraub dich raus, drück wieder deinen Po nach oben weg und rotier nach links. Einatmen, Länge. Ausatmen, Twist, Rippenbögen bleiben wieder zusammen. Wenn du möchtest, löse die hintere Hand, führe sie in eine Bindung, das heißt, die Handrücken kommt entweder in die rechte Pobacke oder du greifst den Oberschenkel vielleicht sogar, mach dich lang, rotier weiter, drück dich ein bisschen raus, hilf dir durchaus mit den Händen, schau, dass die Schulter einigermaßen in Position bleibt. Einmal noch wachsen. Und ausatmen, Twist, schau so weit du kannst über die linke Schulter. Und wir lösen bitte zuerst den Kopf, dann lösen die Hände. Zieh beide Arme ganz hoch nochmal. Greif mal mit der linken Hand, mal mit der rechten Hand ein bisschen höher Richtung Decke. Ganz sanftes Vorbereiten an der Seitenbeuge. Mach dich lang auf einer Seite, mach dich lang auf der anderen Seite. Ein letztes Mal. Rechts reicht hoch. Links reicht hoch, linke Hand geht Richtung Boden, rechte macht sich nochmal ganz lang, Schulter links ist locker, Seitbeuge. Rechter Arm ganz gestreckt, rechter kleiner Finger möchte weit weg von dir, Daumen rotiert Richtung Decke und du möchtest speziell im Rippenbereich ganz viel Weite reingehen. Lass die rechte Pobacke fest verankert am Boden, geh jetzt mal nur so weit, dass dein Becken noch aufrecht ist. Zieh dich lang, aufrechter als Teil des links und rechts in etwa gleich lang. Beide Sitzbeinhöcker ganz fest in der Matte. Komm zurück, das gleiche nach links. Mach dich links so lang du kannst. Und dann reach out weit drüber. Auch hier wieder. Teile so weit du kannst, links und rechts gleich lang. Rippen öffnen wie eine Ziehharmonika. Die Zwischenrippenmuskulatur freut sich. Da fällt auch das Atmen beim Laufen dann leichter. Kleiner Finger rotiert wieder Richtung Boden, Daumen rotiert Richtung Decke, drück dich weg, zieh deine Rippen hoch zur Decke. Nochmal zur ersten Seite wieder. Zieh dich lang, komm in deine Seitbeuge. Wenn du willst, wenn dein Körper schon wach und aufgewärmt genug ist, kannst du selbstverständlich weitergehen. Lass aber auf jeden Fall beide Sitzbeine gut am Boden. Vielleicht möchtest du die Dehnung in der Lendenwirbelsäule fortsetzen, wenn dir das gut tut. Zieh dich lang, bring ganz bewusst nochmal, wenn du nach links in den Seitbeuge gehst, die rechte Pobacke in die Matte. Schieb dich weg und komm langsam wieder zurück. Prima. Andere Seite.
Links geht hoch, wird länger, länger, länger. Seitbeuge links. Denk wieder an die Innenposition in der Schulter, also kleiner Finger runter, Daumen hoch, lange Arm. Und vielleicht möchtest du noch hier weitergehen. Wieder linke Hüfte, linke Pobacke, fest im Boden. Der Versuch, die Idee, die Klappen für die Teile auch auf der kürzeren Seite möglichst lang zu lassen, soweit das halt geht. Komm nicht ganz hin. Zieh dich lang. Komm mal hier wieder zurück. Prima. Schlaufe auf die Seite. Du setzt dich angenehm entlang deiner Matte. Schnappst jetzt mal die Oberschenkel. Wir machen ein ganz simples Katzenpu aus dieser Position. Du hältst dich richtig fest in den Oberschenkeln, Schultern weg von den Ohren und jetzt mach dich mal so rund du kannst, so rund du irgendwie kannst. Die Augen können gestreckt sein, wahrscheinlich ist gebeugt fast besser. Schultern weg von den Ohren, dehn dich wieder die Idee. Brustbein, Schambeinknöchel zueinander, ganz rund. Und dann hilf dir selbst hoch in deiner Runden noch, schmieg den Oberkörper an. Zieh dich hoch, 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 so hoch du kannst, in eine sanfte Streckung und aus dieser Streckung wieder rund und geh zurück. Du möchtest jetzt deine ganze Körperrückseite ein bisschen in einen sanften Stretch bringen. Komm wieder hoch. Zieh dich hoch, streck dich lang und werde rund. Schieß eine richtige Welle durch deinen Körper. Rund und dann rund, komm hoch und dann schmiegst du dich an, ziehst die Nase hoch, Brustbein wird lang und dann vom Becken aus ein letztes Mal einrollen in deine große Runde und Schulterblätter ganz weit auseinander, Bauch ganz fest drin und ein allerletztes Mal hoch in eine Streckung. Schultern weg von den Ohren, Schulterblätter. Und neutrale Wirbelsäulenposition und dann roll langsam und genüsslich in Richtung Matte ab. Und leg deinen Körper ab. Die Arme zunächst seitlich neben dem Körper. Richte dich nochmal gut ein, dass wieder die Hüfte und die Schulter sowie ein Rechteck in einer Box liegen, dass du keine unfreiwillige Seitbeuge dabei hast. Stell die Füße relativ nah am Becken auf. Und jetzt rollen wir ganz sanft, auch ohne Ball im Moment, einfach ein bisschen über den Kreuzbein hin und her, rund hin und her, ein bisschen links und rechts, damit die Lendenwirbelsäule ein bisschen aufgeweckt wird. Kommt dann in eine neutrale Ausgangsposition. Wir rollen jetzt dreimal hoch in die Schulterbrücke, um eine ganze Wirbelsäule durchzubewegen, langsam. Also Fokus ist wirklich, du kontrollierst heute, ob du es schaffst, einen Wirbel nach dem anderen ganz, ganz, ganz langsam abzurollen. Stell dir vor, jeder Wirbel drückt einmal fest in die Matte noch und dann erst darf er hoch, zieht dann ganz weg von seinem nächsten Wirbel und der drückt in die Matte und dann darf er erst hoch. Ganz langsam schwänge dich hoch in deine erste Schulterbrücke. Po aktiv, Becken schiebt hoch. Schau, dass die Knie nicht auseinanderfallen, Lippenbögen geschlossen sind, Arme fest in der Matte, drück dich raus und bei der nächsten Ausatmung genauso langsam und liebevoll. Ist durchaus ein bisschen kraftvolle Übung noch. Du musst ja permanent schauen, dass du nicht allzu schnell absiehst. Ein Rückenpaar nach dem anderen legt am Boden ab und zwar in maximaler Distanz jeweils zum Vorgänger. Ganz langsam, ganz zum Schluss das Becken. Einatmen, kleine Gegenbewegung und ausatmen, einmal noch ganz langsam hochrollen. Saug den Bauch rein. Und jeder einzelne Wirbel, der hochgeht, geht hoch und zieht nochmal in Richtung Fersen weg von dir, dann, sobald er abgelöst ist. Wir schaffen ganz viel Raum zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Drück dich oben nochmal mit den Armen fest in die Matte, Becken zieht hoch, Schambein rollen, minimal Richtung Nasenspitze. Und dann langsam wieder abrollen. Ganz gut. Prima. Stell die Füße mattenbreit oder leicht übermattenbreit sogar auf. Scheibenwischer. Die Knie gehen nach links, die rechte Hüfte hebt ab. Du hältst die Bauchspannung. Pobacke rechts ist angespannt.
raus, rechtes Knie zieht ganz weit vor, dehn die Vorderschenkel, die Oberseite, speziell den geraden Oberschenkelmuskel. Komm wieder zurück, andere Seite. Linkes Knie zieht raus, soweit du kannst, die linke Hüfte zieht ein bisschen hoch, ein bisschen vor. Pobacke links angespannt, komm zurück. Korrigiere jetzt nochmal die Position deiner Füße, wenn es zu viel Stress war, von der Dehnung her stell sie weiter weg, wenn es zu leicht war, stell sie eher näher. Erste Seite nochmal, aber achte darauf, dass du die Hüftstreckung möglich ausführen kannst. Und zweite Seite. Nochmal die erste Seite. Ganz aktiv. Und die zweite Seite. Mach jetzt entweder noch ein bisschen weiter so. Wer weitergehen möchte, der kann den halben Heldensitz machen. Dafür streckst du ein Bein aus, rollst ein bisschen zur Seite, greifst dann mal deinen zweiten Fuß und schaust, ist es dir möglich, den Weg deinem Körper abzulegen. Wenn das zusätzlich wird, über ein komplettes Hohlkreuz fällst, lass es sein. Je weiter das Knie außen ist, desto leichter. Je näher das Knie am anderen Knie liegt, umso mehr Zug wirst du spüren. Übertreib hier nicht. Sollte dir das zu viel sein, stütz dich auf. Mach es vorsichtig. Dehne auf jeden Fall deine Vorderschenkel, Oberseite, Oberschenkel, Vorderseite für 3 Atemzüge noch. Und 2. Oder bleib beim Scheibenwischer, wenn du sagst, mag das nicht, das ist mit dem Knie vielleicht zu stressen. Und letzter, stößt dich dann auf, komm hoch, löst dein Bein, andere Seite. Du kannst auch wieder aus dem Stütz reinkommen, was immer dir angenehm ist. Ein Bein bleibt aufgestellt, das zweite rollt zur Seite, schnapp dein Bein, leg den Fuß neben deinem Gesäß ab und versuche eben dann, wie weit du den Knie raus oder rein gehen musst. Je näher drinnen, desto mehr hast du von der Dehnung. Komm vorsichtig in deine Bewegung und leg auch hier wieder ab. Wenn du merkst, Hohlkreuz ist allzu sehr, stütz dich einfach auf. Es kann ein Bein komplett anders als das andere sein. Komm langsam und vorsichtig in deine entweder weiteren scheibenwischer Position oder in deinen halben Helden. Ja, da kriegst du sehr Österreich, oder? Noch ein langer Atemzug hier. Und dann löse auch hier wieder entweder, wenn du auf die Seite rollst oder indem du nochmal hochkommst. Greif bitte zu deinem Gurt. Wir wenden uns den Beinrückseiten zu. Damit wir auch die Schultern gut beschäftigen, damit achte darauf, dass du neutrale Handgelenke hast und den Gurt wirklich gut greifst. Also bitte kein Gurt zweimal rumgefutzelt, sodass ich eigentlich nicht arbeiten muss im Handgelenk. Ich möchte, dass die Hände arbeiten, dass die ganze Unterarmmuskulatur gut angespannt ist und die Hand so eine Übung erfährt. Steig dann mal mit einem Fuß, und zwar mit dem Fußballen, in deinen Gurt ein. Mach uns rechts zunächst, zieh also das rechte Bein heran, steig ein, ganz locker jetzt mal den Gurt. Dann richte dich so ein, dass die Taille links und rechts gleich lang ist und schau vielleicht nochmal, wo dein linkes Bein ist. Das sehr weit außen liegt, wenn ja, führe das Bein so, dass es in etwa in der Körperachse liegt. Tendenziell eher näher als weiter weg. Bisschen Luft unter der Lendenwirbelsäule, das heißt, die Lendenlordose bleibt erhalten. Du stellst dir jetzt vor, wie deine rechte Sitzbeinköcker-Region ganz fest gegen ihn befestigt ist. Du machst bewusst die rechte Taille ein bisschen länger. Schnappst dir dann deinen Gurt, schnappe nicht allzu eng, du wolltest das Bein vollkommen strecken. Neutrale Handgelenke, Schultern weg von den Ohren, Ellbogen weit zur Seite, also hast du eine richtige Raute eingestellt zwischen Gurt und Schulter. Und aus dieser Position streckt man dein Bein. So, das merkst du wahrscheinlich ganz gut, muss ich näher greifen, muss ich weiter weg, was auch immer. Find, wenn du das Bein jetzt minimal beugst, den Knie wirklich minimal. Find die Position, wo deine Arme die ideale Ausgangsposition von der Rautenform her haben. Greif den Gurt richtig fest, zieh die Schultern weg von den Ohren und aus dieser minimalen Beugung. Zieh die Ferse hoch zur Decke, streck dein Bein gegen den Widerstand des Gurts. Und einatmen, beug wieder
von minimal. Wir reden aber nicht von beugen strecken, wir reden von Millimeterarbeit. Ja? Ganz leicht beugen und gegen den Widerstand des Gurtes streck wieder. Schieb die Oberschenkelrückseite weg von dir. Das Sitzbein hört nach rechts, zieht Richtung Ferse. Das linke Bein ist aktiv. Wenn du fühlst, dass es von der Matte abgibt, wir wollen ja auch die Hüfte dehnen, bring die große Zehe links ein bisschen in Rotation Richtung Körpermitte hin. Also minimale Innenrotation. Wir machen noch vier. Beine ein ganz kleines bisschen und streck und schieb die Oberschenkelrückseite weg. Fall in keinen Rundrücken. Wir möchten auch die Gesäßmuskulatur erwischen, all diese Muskeln, die wir jetzt dehnen, setzen in der Sitzbeinregion an. Also wenn wir jetzt in den Rundrücken kommen, machen wir es nämlich schon wieder viel leichter. Noch zwei. Beuge ein bisschen und streck gegen den Widerstand des Gurtes. Ein letztes Mal. Beuge und streck. Wir halten hier für sechs. Wenn du möchtest, also ganz sanft üben. Übertreib es nicht. Noch drei. Noch zwei. Und denk dir vor, deine Beinrückseite fließt regelrecht auseinander. Zieh die Kniescheibe heran. Ein letzter. Löse ganz langsam und vorsichtig für das Bein in einem für dich akzeptablen Winkel. Du hast da jetzt den Gurt. Wenn das Bein weiter vorne ist, dann bleibt der Gurt einfach länger. Das Bein ist auf jeden Fall gestreckt. Nimm jetzt bitte beide Gurtenden in deine rechte Hand. Breite die linke Hand am Boden aus, streck sie 90 Grad in die Weg. Wir versuchen jetzt, das Bein rechts in eine Abduktion zu führen, ohne dass unser Körper links abhebt. Du kannst dich gerne im Ellenbogen aufstützen, am Boden dann, um nicht so viel Kraft in der Hand halten zu müssen. Wieder, lange rechte Taille, dann führe dein Bein nach außen. Schau, dass du nicht verkürzt in der Taille. Es geht nicht darum, das Bein möglichst hoch zu ziehen, da bin ich kürzer in der Taille. Es geht darum, die Taille lang zu lassen. Und dann, linke Körperhälfte, versucht möglichst gut am Boden zu bleiben, wenn vielleicht auf den Blick nach links. Öffne das Bein rechts, fühlen möglicherweise die Adduktoren. Wenn es dann möglich ist für dich, also das Bein ein bisschen höher ziehen, was immer dein Körper fühlst, solange du nicht diesen Schwupps nach rechts machst. Beine sind schwerer Teil unseres Körpers. Schieb die Ferse links raus, dein Sitzbein nach rechts zieht immer noch Richtung linken Knie. Wir halten noch für zwei, für eins. Beug das Bein im Knie. Führe es wieder zurück, halte es hätte gehen. Wieder, Taille rechts einstellen, Schulter nochmal bewusst weg von den Ohren. Im Happy Baby wäre ideal, dass dein Unterschenkel in einem 90-Grad-Winkel zur Matte steht. Schnapp den Gurt wieder mit der rechten Hand, linke bleibt in gleicher Position wie davor. Und jetzt führe dein Knie rechts in Richtung Achsel. Wer sagt, ich brauche keine Gurt, kann natürlich auch der die großen Zehen fassen, die Übungen so ausführen, du kannst die Fußaußenkanten fassen, was immer du willst. Gurt hat nur den Vorteil, dass einfach die Schulter mittrainiert wird. Wir halten hier. Noch für zwei. Noch für eins. Und dann führt das gebeugte Bein noch in Richtung Körpermitte. Wechsle jetzt den Gurt in die linke Hand. Wir machen es halt bewusst mit dem gebeugten Bein zuerst. Rechte Hand streckt jetzt neben dem Körper in 90 Grad irgendwie aus. Und du führst deinen Körper in einen Twist nach links. Versuch die rechte Schulter am Boden zu lassen. Bein ist gebeugt. Wenn der Ellbogen dann irgendwann am Boden aufsetzen kann, dann kannst du beginnen, das Bein zu strecken. Du wirst vermutlich eine deutliche Dehnung spüren. Achte auch hier wieder drauf. Die rechte Hüfte ist lang. Wenn es zu viel ist, locker lassen. Wenn es zu wenig ist, weiter heranziehen. Kein Problem, irgendwann sitzt bei jedem. Macht euch keine Sorgen. Auf jeden Fall, Hüfte oben lang, versuch die Schulter am Boden zu lassen und komm in eine für dich akzeptable Gehposition. Noch für drei. Ist die schlimmste Welt. Noch zwei. Noch einmal. Langsam das Bein beugen wieder und zurückführen. Stell das linke Bein auf, löse das rechte Bein aus dem Gurt. Bring jetzt die Fessel des rechten Beins an den linken Oberschenkel,
dann zieh einfach mal den Oberschenkel heran. Wenn du keine Dehnung spürst, Nina, ich denke da an dich jetzt speziell, dann achte nochmal darauf, die rechte Taille besonders lang zu machen, deutlich die Lendenlordose eingestellt zu lassen. Drück mit der rechten Hand ein bisschen gegen den Oberschenkel und dann, wenn gar nichts, immer noch nichts drüber ist, dann kannst du in einen leichten Twist doch kommen zusätzlich. Meist spürt man dann in der Gesäßmuskulatur was. Mach den Twist aber vorsichtig. Wer möchte, kann selbstverständlich aus das linke Bein strecken und schon ein bisschen vorschummeln sozusagen für die nächste Übung. Bleib jetzt in deinem Figure Four Stretch, wenn es sich ausschaut wie ein Vierer. Noch zwei. Noch eins. Löse hier. Rechtes Bein gleitet aus, linkes Bein gleitet aus. Leg mal die Hände jetzt auf deine Hüftbeugeregion. Und spür ganz einfach einmal den Unterschied zwischen rechter und linker Körperhälfte. Und das ist immer das Schöne an den Übungen, man merkt einfach sofort, dass sich im Körper was tut. Und ihr habt einen riesen Vorteil, nachdem es ja nicht die Faszie A, B, C, D gibt, sondern nachdem eigentlich die gesamte Muskulatur, die gesamten Sehnen, Bänder, alles über diese riesige Fasziengewebe, zu dem ja nicht Beigewerk, Sehnen, Bänder, Muskeln, A irgendwo dazugehört, verbunden ist, egal wo du in deinem Körper Erleichterung und wieder mehr Bewegung in diese Faszien oder in diese Matrix reinbringst, hast du im ganzen Körper was davon. So, linke Seite. Achte wieder drauf, wo deine rechte Ferse jetzt liegt. Führ sie in etwa in Körpermitte. Steig mit dem Zehenbein links in deinen Gurt ein. Richte dich in aller Ruhe wieder ein. Beim Dehnen bitte nie hetzen, da tut man sich nur weh. Achte auf deine Handgelenke, achte auf die Hauptposition, achte auf die linke Taille, die wirklich lang ist und den linken Sitzbeinhöcker, der in Richtung rechter Ferse ziehen möchte. Rechtes Bein ist aktiv, du versuchst die Oberschenkelrückseite nah an die Matte zu bringen und im Zweifelsfall eine leichte Innenrotation einzustellen. Und dann beug wieder ganz leicht im Knie. Und fass den Gurt so, dass du sagst, okay, das geht trocken. Leichter so, ja. Und bei der nächsten Ausatmung schieb die Ferse hoch zur Decke, nochmal lange linke Taille, Lendenlordose lassen und dann streck gegen den Gurt Widerstand. Und dann beug, einatmen wieder, streck, ausatmen und arbeite dich so in deinem Bewegungsumfang und in deinem Tempo in eine schöne Dehnung. Noch zwei. Schieb drauf. Und stell dir wieder vor, die Kniescheibe vorn zieht heran. Mein Sitzbeinhöcker links zieht Richtung rechte Ferse. Und die Beinrückseite fließt so richtig auseinander. Vom Knie einmal in Richtung Ferse, einmal in Richtung Gesäß. Ein allerletzter hier. Den nochmal gut rein. Schultern weg von den Ohren. Und dann schnappt ihr beide Gurtenden in die linke Hand, breite die rechte Hand weit in deinem Körper in einem 90-Grad-Winkel auf. Justier nochmal ein bisschen die Taille nach, rutscht immer ein bisschen rauf dabei. Und dann führ das gestreckte Bein zur Seite, lass gerne den Ellenbogen auflegen, relativ bald am Boden, damit du ein bisschen mehr Spitze hast. Rechte Körperhälfte bleibt am Boden, Taille links wird wieder lang. Und dann schauen wir mal, wie weit dein Körper hier gehen möchte. Und bleib noch für zwei Atemzüge hier. Bring die rechten Rücken runter Richtung Boden. Ein letzter. Beug das Bein im Knie, führe es wieder zurück. Wenn du eine Gurt willst, die Gurt, wenn du keine Gurt willst, schnapp dir entweder mit Zeigefinger und Mittelfinger deine große Zehe und zieh das Bein ins halbe Happy Baby oder fass die Fußaußenkante und zieh hier ins halbe Happy Baby. Was immer dir angenehm ist. Ich habe es jetzt einmal mit Gurt gezeigt, ich zeige es dann ohne Gurt die andere Körperhälfte. Auch hier wieder achte darauf, beim Happy Baby darf tendenziell der untere Rücken matt, aber vielleicht kannst du eine
beziehungsweise deinen Fuß in die rechte Hand. Die linke Hand streckt neben dem Körper aus in einem 90-Grad-Winkel. Wir führen den Körper mit gebeugten Beinen in einen Twist. Lass den Ellbogen gern zu Boden kommen. Und dann gehen wir in den Twist, soweit es möglich ist. Schieb bewusst nochmal die obere, also in diesem Fall die linke Hüfte raus. Und wenn du magst, streck noch das Bein. Und wir bleiben in dieser Position noch drei ganz lange Atemzüge. Versuche ein bisschen mehr die Schulter vielleicht links Richtung Boden zu bringen. Die Rückseite des linken Brustkorbs. Stell die Füße beide auf, richte vielleicht noch ein bisschen ein, falls dein Körper sich verschoben hat. Dann leg die linke fest auf den rechten Oberschenkel. Den herab. Schnapp den rechten Oberschenkel auch her. Wenn du möchtest, streck nochmal das rechte Bein. Drück an den Oberschenkel links mit deinem rechten Unterarm oder Ellenbogen. Schieb die Pobacke links raus. Bisschen Luft unter der linken Wirbelsäule. Und wenn es immer noch zu wenig ist, kannst du dann ganz leicht aus dem gebeugten Bein noch ein bisschen mehr heranziehen, also einen ganz leichten Twist kommen. Du findest deine Position. Ein langer Atemzug noch. Und dann streck mal beide Beine zur Decke, schüttel sie ein klein bisschen aus. Kreise die Sprunggelenke. Kreise sie in die Gegenrichtung. Flex Point im Wechsel. Ganz passiert. Kniescheibe zieht heran. Point. Flex. Point. Flex. Point. Flex. Point. 3 und 2 und 1 und genug. Faust mit den Zehen und spreizen. Noch 10. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weite Grätsche. Füße möglichst im Flex. Du kannst gerne Hände in den Oberschenkel legen, wenn dir das angenehm ist. Du kannst sogar minimal, ganz sanft, deswegen bewusst im Liegen und nicht im Stehen, ganz, ganz sanft ein bisschen wippen. Grundsätzlich als Hinweis, die Dehnübungen sind im Liegen eigentlich fast immer am sichersten, ganz einfach deshalb, weil du dann zusätzlich die Schwerkraft durch den Rest deines Körpers, also speziell des Rumpfes, dann wirken hast. Weiterer Grund, warum ich gerade Vorbeugen gerne im Liegen mache, denn de facto ist das genauso ein Vorbeugen, wie man jetzt im Sitzen das machen würde oder eventuell im Stehen, der Rücken hat Stütze. Es wird euch nicht gelingen, in eine sehr ungünstige Wirbelsäulenposition, zumindest in der Mundung, zu fallen, wenn ihr in Rückenlage auf der Matte seid. Also grundsätzlich kann man sagen, gerade bei Vorbeugen, also wenn wir von der Dehnung der Beinrückseite sprechen, am schonendsten im Liegen, Nummer 2 im Sitzen und ja, Stehen halt dann entsprechend. Wobei Sitzen, Stehen ist immer so die Diskussion. Im Stehen hast du halt auch den Vorteil der Schwerkraft, im Sitzen hast du gar nichts. Entscheidend für euch, aber Liegen geht praktisch immer. So, jetzt führe mal da ganz vorsichtig deine Beine wieder zurück, greife mal die Oberschenkel Außenseiten, führe sie zusammen. Beuge Beine und Knie, Knie ganz nah an den Oberkörper heran, Hände auf die Knie, kreise großen Griff. Und 3 in die Gegenrichtung. 3 und 2 und 1. Prima. Roll bitte jetzt auf die Seite. Wir machen Hook Opening für die Schulter. Eine Hand liegt auf der anderen, die Beine im 90-Grad-Winkel, Oberkörper neutral. Die Taille unten ist weg vom Boden. Wir machen es heute gleich mit großen Kreisen. Die obere Hand
Zieh zunächst ein ganz kleines Stück vor, mach einen riesengroßen Kreis nach hinten, führ deinen Oberkörper in deine Füße. Achte darauf, dass Knie über Knie bleibt. Du kannst deine Ebene folgen, wenn dir das angenehm ist, über die linke Hand, während dieses Twist auf den Oberschenkel liegt. Zieh dich auseinander, lass die Hand wieder zurückkommen. Zwei, ganz große Kreise. Und komm zurück. Und ein letzter. Riesengroßer Kreis. Zieh die Hände auseinander jetzt. Sollte die Hand noch am Knie sein, löst sie. Die Finger wollen auseinanderziehen. Ganz, ganz weit. Die Rückseite des rechten Brustkorbs möchte zur Matte. Die rechte Hüfte möchte weg. Und dann vollende deinen Kreis. Prima. Roll dich nochmal mit den Händen über Kopf auf den Rücken. Das gleiche auf der anderen Seite. Gehen wir jetzt doch den Rücken zu, aber ich komme nur gleich mit dem Gesicht wieder. Teile neutral, Knie über Knie. Jetzt mach die linke Hand einen großen Kreis, ganz weit nach hinten. Twist und zieh dich nochmal auseinander. Achte darauf, dass das linke Knie über dem rechten bleibt. Führ die Hand wieder zurück. Und noch zwei, ganz weit nach hinten. Riesengroßer Kreis und komm wieder vor. Ein dritter und letzter ganz weit und zieh dich auseinander. Zieh dich auseinander, was das Zeug hält. Schieb die linke Hüfte weg, bring die Rückseite des linken Brustkorbs ein bisschen mehr noch Richtung Matte. Das Knie links bleibt über dem rechten Knie. Bauch ist aktiv und die Finger ziehen auseinander und dann vollende deinen Kreis. Bring wieder beide Hände über Kopf und roll dich nochmal ganz genüsslich zurück auf den Rücken. Lass die Arme jetzt locker hinter deinem Kopf liegen. Roll zweimal noch gemütlich hoch in die Schulterbrücke. Einmal noch alles mobilisieren. Und langsam wieder zurück. Und einmal noch hoch. Und einmal noch zurück. Prima. Nimm dir jetzt bitte deinen Ball. Bring den Ball zwischen deine Schulterblätter. Schüsselchen für den Kopf. Kopf liegt in den Händen, wie wir es in den anderen Stunden auch immer machen. Ellenbogen weit auseinander heute. Schultern weg von den Ohren. Schieb den Kopf in die Hände, Länge den Nacken. Ganz, ganz deutlich. Kinn rollt leicht gegen den Kehlkopf. Ausatmen, runde hoch, schieb den Ball weg. Drück dich Wirbel für Wirbel weg von deinem Ball. Komm so hoch du kannst. Kopf schieb dabei in die Hände. Und dann streck dich in der Brustwirbelsäule über deinen Ball. Ellenbogen ziehen weit auseinander. Schulterblätter zusammen. Schieb den Ball in Richtung Becken, was das Zeug hält. Komm nochmal hoch, schieb den Ball weg von dir. Komm Wirbel für Wirbel über deinen Ball in die Streckung. Zieh ihn heran. Und nochmal rund hoch, schieb weg. Zieh heran. Komm rund hoch, löse einatmen deine Hände. Zieh dich noch ein bisschen höher und bring die Hände wieder zurück an den Kopf. Streck dich wieder über deinen Ball. Dreimal noch. Ausatmen, komm hoch. Einatmen, löse. Schultern weg von den Ohren, noch ein bisschen höher. Bring die Arme einatmen wieder zurück an deinen Hinterkopf. Streck dich lang über deinen Ball. Zieh heran. Ausatmen, hochrollen. Einatmen, löse. Noch ein bisschen höher. Und wieder zurück. Über deinen Ball. Ein letztes Mal. Zieh dich lang. Roll it up oder curl it up eigentlich. Einatmen hoch, noch ein bisschen höher. Bring die Arme wieder zurück. Nicht absinken. Streck dich nochmal über deinen Ball. Komm zurück in eine neutrale Ausgangsposition. Löse jetzt mal die Hände. Wir führen die Übung ein bisschen weiter. Das ist im Prinzip eine Art Double Straight Leg Stretch mit zusätzlicher Streckung. Arme ziehen dann vor. Jetzt stell dir vor, du streckst dich über deinen Ball. Ich zeige es vielleicht einmal vor, während die Arme zurückgehen und deine Beine nach außen gleiten.
Beug dich über deinen Ball und Arme wieder hoch zur Decke. Bei der nächsten Ausatmung, Kinn gegen Kehlkopf. Roll dich zurück und zieh auch deine Füße wieder zurück. Sorry, ich habe die Matte mitgenommen. Kein Problem. Und streck wieder. Mach dich ganz, ganz, ganz lang. Streck die Hüfte. Komm wieder zurück. Wenn sie im Nacken sehr anstrengend ist für dich, achte bitte darauf, dass du immer zuerst die Arme hoch zur Decke führst, dann Kopf und Oberkörper hoch zum Rollen beginnst, dann die Beine zurückholst. Wenn der Nacken unempfindlich ist, kannst du natürlich in einem Durch auch machen. Und noch drei. Und zwei. Ein letzter. Zieh dich lang, 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 lang hinaus, mach dich ganz lang. Und komm einmal noch rein. Prima. Entfernen den Ball bitte. Wir kommen jetzt in die Roll over, Roll up. Und fangen uns für die zwei Assisted Roll up an und machen dann vier normale Roll up. Beide Beine Tabletop, Ellbogen weit, Schultern weg von den Ohren. Langer Nacken, Kinn gegen Kehlkopf, langsam hochrollen. Der allererste ist ganz, ganz, ganz langsam. Mach dich rund, wieder indem ich ziehe. Hier einmal den rechten hoch, ich presse den Oberschenkel in die Hände. Komm hoch, mach mich lang. Wir gehen jetzt mit langen geraden Rücken in leichte Überstreckung ein Stückchen zurück und dann erst rollen unser Becken ein und wir rollen wieder ab. Einatmen Länge, ausatmen, rollen ab. Wieder lang, zieh hoch, streck ein bisschen zurück, roll ein und roll it down. Full roll up, entweder mit Beinen aufgestellt oder mit gestreckten Beinen. Du kennst dich, du weißt mittlerweile, welche Position du bevorzugst. Arme ziehen lang nach hinten, Arme ziehen hoch zur Decke, Kopf und Oberkörper rollen hoch und roll it up. Wirbelsäule ist gut vorbereitet. Wir gehen einen Spine-Stretch. Rippen hoch von den, weg von den Oberschenkeln. Baue dich auf. Lehn dich auch hier ein kleines Stückchen zurück mit langen geraden Rücken. Und roll wieder ein. Arme nach hinten. Arme hoch zur Decke. Kopf und Oberkörper rollen hoch. Und nach hinten rum. Baue dich auf. Zieh dich lang. Lehn dich ein Stückchen zurück. Roll. Lang nach hinten, hoch zur Decke und roll it up. Komm vorher deinen Spine-Stretch nochmal, nutz den aus, deine wunderschöne Dehnung für die ganze Rückseite deines Körpers. Bau dich wieder auf, roll nochmal ab. Allerletzter, hochkommen, Spine-Stretch. Wir bleiben kurz im Spine-Stretch. Aus deinem Spine-Stretch baue dich wieder auf, schnapp dir deinen Puls. Steig mit beiden Füßen jetzt in deinen Puls ein, streck die Beine aus, schnapp dir den Puls und jetzt mach einen ganz langen geraden Oberkörper. Falls aufrechter Sitz auch hier nicht möglich ist, wäre es jetzt günstig, wenn du dich auf eine Decke setzt. Wir wollen möglichst wirklich gerade Beine haben. Roll einfach deine Matte ein oder hol so etwas wie Sitzposition. Das ist auch eine gute Option. Mach dich lang, Ellbogen wieder weit, Schulter weg von den Ohren. Jetzt stell dir vor, dein Brustbein möchte nach vorne strecken. Zieh dich ein klein bisschen weiter vor. Du kannst so weit gehen, wie du möchtest, aber Ziel ist nicht, dass dein Kopf Richtung Füße kommt, sondern dass dein Bauch Richtung Oberschenkel kommt. Dein Becken kippt. Sitzbeinhöcker ziehen auseinander. Es ist ein echter Vorwärtskippen deines Beckens. Wir bleiben noch für vier, für drei. Zieh dich lang. Bei jeder Einatmung wirst du länger, bei jeder Ausatmung sinkst du ein klein bisschen mehr mit deinen Beinen. Einmal noch einatmen. Ausatmen, locker lassen. Und jetzt lass dich über deine Beine fallen. Wenn dein Rücken es zulässt, kann es ruhig rund um den unteren Rücken sein, wo immer du landest. Lass dich auf jeden Fall über deine Beine fallen und genieße jetzt mal die Dehnung hier.
Und ganz langsam wieder hoch, löse wieder. Das linke Bein beugt, legt ab. Wenn du sehr empfindlich bist, legt dir was drunter. Decke, Ball, Polster zur Stütze. Wir machen jetzt eine Vorwärtsbeuge über das rechte Bein. Da kannst du vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gehen. Ja, wieder mit vor. Zieh dich lang, rotiere deinen Oberkörper, so dass das Brustbein Richtung zweite Zehe schaut. Zieh dich vor. Genauso wie vorher. Einatmen mit Länge. Ausatmen, ziehen über dein Bein. Einatmen mit Länge. Ausatmen noch ein bisschen weiter. Nochmal Länge. Und sink drüber. Genieß die Dehnung, speziell in der linken Rückseite. Und dann kommt ganz langsam und vorsichtig wieder hoch. Wir gehen noch in eine Seitbeuge hier. Rotiere deinen Oberkörper so, dass das Brustbein über das gebeugte Bein schaut, beziehungsweise deine Rippen in Richtung zweiter Zehe. Flex, wie gesagt, ist von dem Faktor her immer besser, vom Attraktivitätsfaktor her nicht. Tut mir leid. Die rechte Hand liegt mit der Handfläche nach oben am Boden auf. Wir möchten uns dann ein bisschen abstützen können. Linke Hand zieht hoch, mach dich lang, rotier so weit, dass eben wirklich deine Lippen Richtung zweiter Zehe schaut. Komm in eine große Seite. Über dein Bein. Und kleb dich von unten in deine Rundung rein. Ganz weit rausziehen. Ganz, ganz weit. Dreh ihn noch ein bisschen auf. Das kannst du selbstverständlich tiefer gehen. Was kann man machen? Schau mal wieder, dass die linke Pobacke am Boden bleibt. Vielleicht fassen deine Finger, die Zehen. Vielleicht muss nicht sein. Und wir bleiben noch für einen langen Atemzug hier. Und dann kommst du langsam, immer langsam aus dem Mund raus und wieder zurück. Das gleiche auf die andere Seite. Rechtes Bein beugt, linkes Bein streckt, schnapp dir wieder den Gurt, lehn über deine Fußballen, mach dich lang, mach dich so richtig stolz, richte dich auf, rotiere dein Brustbein über die zweite Zehe und dann auch hier wieder Schultern weg von dem Mund, zieh dich vor, wieder die Idee, sitz beim Höcker, in so, also so, nach hinten auseinander, Becken kippt. Jetzt dehnen wir speziell die rechte Rückenseite. Zieh dich vor, einatmen Länge und ausatmen, weich werden, lang werden. Einatmen nochmal bewusst Länge kreieren, zieh dich vor, ausatmen, lass gehen. Ein letztes Mal, viel Länge bei der Einatmung. Und bei der Ausatmung sink über dein Bein, soweit dein Körper es zulässt. Liebe, hasse, aber halte diese Dehnung bitte aus. Und komm dann langsam wieder raus. Richte dich auf. Rotiere jetzt deinen Körper Brustbein Richtung gebeugten Bein, beziehungsweise Rippen Richtung gestreckten Bein. Bring die linke Hand mit der Handfläche nach oben Richtung Boden. Zieh dich rechts lang, führ deinen Körper in eine Seitbeuge und genieß wirklich dieses Öffnen der Rippen mit der leichten Rotation zusätzlich Richtung Decke. Mach dich lang und auch hier wieder greif raus, wenn du möchtest. Geh weiter, vielleicht kannst du deine Zehen greifen, es ist aber nicht wichtig. Wichtig ist, dass du die Länge spürst, dass du das Gefühl hast, ich lehne mich von unten noch in eine Rundung rein. Zwei Atemzüge. Wenn er rechts ist, deutlich fühlbar in der Matte. Brust dann rotiert zur Decke. Und dann komm auch hier langsam wieder auf. Komm jetzt in eine vollständige Fläche. Mach dich groß. Und dann hier auch wieder Brustbein. Zieh ein bisschen vor, kleines bisschen vor, kleines bisschen vor. Schließ gern die Augen. Wenn du möchtest, kannst du so weit nach vorne gehen, wie du willst und denk auch hier wieder, ich möchte, dass meine Knie eher nach hinten drehen, also dass ich diese Außenrotation in der Hüfte nicht aufgebe.
Wir halten noch für zwei Atemzüge. Einfach tief ein. Und aus. Und dann kommen wir langsam wieder zurück. Jetzt machen wir noch eine ganz nette Übung, finde ich. Die heißt die Schildkröte. Ist auch für die Schulter ganz fein. Dafür stellst du deine Füße auf. Und dann fädelst du mal mit den Händen so ein bisschen durch unter deinen Beinen. Und egal wo du jetzt bist, da versuchst du ein bisschen weiter vorzukommen mit deinen Beinen und näherst deinen Oberkörper so an den Boden an. Wo auch immer du landest, ist fein. Wenn du möchtest, kannst du ganz runtergehen. Und flex, was immer jetzt angenehm ist. Und wir bleiben auch hier noch für zwei Atemzüge. Hab den Vorteil, dass du leichte Beugung und Knie hast. Und dein Oberkörper gezwungen ist, wirklich weitgehend gerade vorzugehen. Ein letzter langer Atemzug. Und dann komm auch hier langsam wieder raus. Series of five. Was brauchen wir noch für die Bauchmuskeln? Komm, Rückenlage. Kreisig ein bisschen über dein Becken. Und in die Gegenrichtung. Roll nochmal hoch. Streck dich wieder, immer wieder Bridging dazwischen, bis Norden so richtig schön ein. Komm wieder runter. Komm einmal hoch. Und wieder runter. Prima. Series of five, ganz klassisch heute. Ohne Ball, ohne alles. Kopf und Oberkörper rollen hoch, rechts zieht heran, links streckt weg. Hände auf den Unterschenkel. Presst den Unterschenkel gegen die Hände. Wir wechseln und wechseln und 3 und 4 und 5 und 6 und 7 und 8. Beide Beine heranziehen, wir machen gleich weiter. Double straight, leg stretch. Zielkurve einrichten und Arme, Beine strecken, ohne dass der Oberkörper die Position verändert. 1 und aus und 2. Und 2, 3, ein, 4, aus, 4, noch 4, 3, 2, ein letzter, Pause, beide Beine Richtung Strecke, wir gehen Richtung Decke, nicht Strecke, wir gehen gleich weiter mit Scissors, dann ist Pause. Rechts zieht heran, links geht beide Ellbogen bippen. Heute bippen wir wirklich. Und wenn du möchtest, komm in Flex, dann hast du noch mehr davon. Die Beinrückseite ist ja jetzt zumindest mal bereit für sämtliche Schandtaten. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Ein letzter. Und dann legen wir mal 8 kurz. Schultern weg von den Ohren, roll den Kopf kurz nach links. Den Kopf kurz nach rechts, komm wieder in die Mitte. Double straight leg stretch, du entscheidest, entweder lautet unter dem Kreuzbein, Beine gebeugt, runtertippen oder Beine gestreckt, vorziehen und bitte achte auf die vollkommen gleichmäßige Gewichtsverteilung, Daumen und Zeigefinger. Oder du machst ein Schüsselchen aus den Händen, stützt sehr, sehr gut deinen Hinterkopf. Schiebst den Kopf in die Hände, weite Ellenbogen, lange Nacken, Kinn gegen Kehlkopf, voll hoch. Zunächst beide Beine Tabletop. Und vielleicht möchtest du sie auch strecken. Wir beginnen. Einatmen, zieh die Beine vor, aus, hoch. Zieh vor, hol zurück. Und 3, hol zurück. Und 4, hol zurück. Und 5, hol zurück, nur mehr 3, hol zurück, und 2, hol zurück, letzter, einatmen vor, aus, zieh hoch, und bring die Knie heran, mach ein ganz kleines Backerl aus, zieh dich kurz mal hoch, lass alles wieder fallen. Crisscross, auch wieder klassische Variante heute, mit beiden Beinen im Tabletop. Hände hinter dem Kopf verschränkt,
Kopf und Oberkörper kommen hoch, Ellenbogen weit, Schultern weg von den Ohren, links streckt, rechts zieht heran. Ich rotiere mit der Schulter Richtung rechten Knie, linker Ellenbogen zieht zur Decke, rechter zum Boden. Und wechseln, wechseln, wechseln. Drei Beine drehen sich wie auf Schienen. Vier, vier und vier und drei und zwei. Letzter! Jetzt Thomas. Sehr gut. Und genug. Leg uns mal ab. Lass nochmal den Scheibenwischer deine Beine ein bisschen hin und her fallen. Genieß die Massage am Rücken. Und wir kommen kurz in eine Seitposition. Nimm dir noch den deinen Ball und bring den Ball jetzt unter die Rippen. Nicht in die Seite, sondern wirklich unter die Rippen. Unteres Bein ist gebeugt, dann brauchst du für die Stabilitätsgründe. Oberes Bein in Körperverlängerung weiter gestreckt. Point. Jetzt lehne dich aber über deinen Ball und fühle diese zusätzliche Seitdehnung. Du bist eine Linie vom kleinen Finger bis zum kleinen Zeh. Du kannst jetzt aus dieser Position die vordere Hand mal vorne aufstellen oder du kannst sie über den Kopf gestreckt lassen. Ich möchte jetzt in der Hüfte ein bisschen arbeiten zunächst. Heb das obere Bein an. Wir machen keine Sidekicks, aber du versuchst, das Bein noch länger rauswachsen zu lassen. Spann die Popacke rechts an und vielleicht kann das Bein noch ein kleines bisschen weiter nach hinten kommen, ohne dass dein Rumpf die Position verändert. Zieh dich lang, solange du hier kannst. Wenn möglich, strecke doch den oberen Arm und fühl diese Dehnung in deiner Seite. Noch für zwei, noch für eins. Komm wieder zurück. Zieh das rechte Bein ganz lang. Rechte Hand liegt auf der linken Hand auf. Und jetzt zunächst mal nur mit der rechten Hand einen großen Kreis machen. Kopf und Oberkörper kommen hoch. Schieb den Ball oder Decke, was du hast, weg in diese Richtung. Komm wieder zurück. Dehn dich wieder ganz lang. Die Zehen ziehen raus, solange du kannst. Es geht jetzt wirklich um die Längung hier von mir. Und hoch. Noch zwei, so hoch und lang. Letztes Mal, komm hoch, schieb den Ball weg und lang. Wir nehmen das Bein jetzt mit. Achte darauf, dass das untere Bein gut in der Wand ist. Und du kommst hoch und auch dein Bein geht ein Stück hoch. Leg ab, zieh dich auseinander. Und zwei, hoch. Die untere Hand ist wirklich nur dafür da, dass du nicht umfällst. Also du drückst dich nicht hoch, du versuchst das seitliche Bauchmuskulatur zu machen. Vier, noch zwei. Und fünf. Und Po ist ganz aktiv. Sechs. Und dann streck dich nochmal ganz, ganz, ganz lang. So lang du irgendwie kannst. Und roll auf deinen Bauch. Bring den Ball jetzt wieder unter dein Brustbein. Und ähnlich wie wir es in Bauchlage, in der Rückenlage gemacht haben, beugen und strecken wir uns jetzt aus der Brustwirbelsäule über unseren Ball. Das heißt, du hast eine gewisse Tiefe beim Hochkommen, aber gleichzeitig wirst du merken, es ist gar nicht so leicht, in so eine Mini-Rundung noch zu kommen, ohne in der Hüfte im unteren Bauch irgendwas zu verändern. Bring deine Hände an deinen Hinterkopf und Ellbogen weit auseinander, Schultern weg von den Ohren. Runde mal über deinen Ball ein. Versuch den Ball mit dem Brustbein regelrecht heranzuziehen und dich, und du wirst merken, wie dein Bauch anspringt. Und dann streck dich wieder hoch, schieb den Ball nach vorne weg. Und rund zieh heran, schieb weg, Schultern weg von den Ohren. Rund und schieb, presst den Kopf in die Hände. Und schieb. Machen noch vier. Ganz rum. Und schieb. Und drei. Und schieb. Zwei. Und schieb. Letzter. Und schieb. Löse die Hände. Stell sie neben der Brust auf. Roll die Schultern zurück. Schieb deinen Ball jetzt noch weiter weg, noch weiter weg, noch weiter weg, noch weiter weg, noch weiter weg. Halte hier kurz. Bauch ganz fest angespannt. Alle Zehen in der Matte. Schultern weg von den Mund. Löse die Hände kurz.
Jetzt schieb den Ball noch weiter weg. Bauch ist ganz fest. Schambein gut in der Matte. Stell die Hände wieder auf. Roll die Schultern zurück. Und jetzt komm noch ein Stückchen höher. Bauch fest eingezogen. Drück dich hoch, so weit deine Wirbelsäule das jetzt zulässt. Leg dann langsam wieder ab auf deinen Polster oder Ball. Runde, ohne dass du die Hände jetzt löst. Nochmal einziehen, dann weiter ran zu dir, Schultern bleiben weg von den Ohren. Das gleiche nochmal. Zunächst kommst du hoch, schiebst den Ball weg. Irgendwann versuchst du mal deine Hände zu lösen, schiebst den Ball noch weiter weg, noch weiter weg, noch weiter weg. Stütz die Hände wieder auf. Komm nochmal hoch in deine Wirbelsäule strecken. Vielleicht möchtest du jetzt auch die Knie schon abheben. Und komm wieder zurück. Einmal noch. Rund über den Ball, lass die Hände, zieh ihn heran, schieb ihn weg, so weit du kannst, roll die Schultern zurück. Dann bei der nächsten Ausatmung Bauch fest einziehen, löse die Hände, zieh den Ball weg von dir, schieb ihn in Richtung Ball und dann komm noch ein bisschen höher. Vielleicht wieder hoch auf die Knie, ganz aktives Gesäß und komm wieder zurück. Entfernen den Ball. Fersen sind fest zusammen, außer der untere Rücken spielt gar nicht, dann lass die Beine leicht auseinander. Wir versuchen jetzt, uns zurückzuschieben in die Position des Kindes. Drück dich hoch, genauso wie zuerst. Und komm zurück. Ein Teil, der uns noch fehlt in unserer Dehnung, sind die Füße. Stell jetzt mal deine Füße auf und wir kommen in einen Fersensitz, bei dem die Zehen eingebunden, also gebeugt und untergestellt sind. Setz dich einfach mal auf die Zehen. Wenn das gar nicht möglich ist, dann nicht. Dann bring ein bisschen Gewicht raus vielleicht oder leg dir gegebenenfalls eine Decke, einen Ball irgendwas zwischen die Knie rein, um das zu verringern. Ich möchte jetzt ganz bewusst, dass dieser Teil deiner Faszie, der Plantarfaszie, auch ein bisschen was zu arbeiten hat und die Zehengelenke wieder gedehnt werden. Zieh die Arme hoch, mach dich groß, bring die Arme weit zur Seite. Wir machen jetzt ein kniendes Workout nochmal. Runde dich ein. Versuch den Kopf so weit du kannst in Richtung Knie zu bekommen, ohne vor allem überzukippen. Richte dich wieder auf. Zieh nochmal die Arme ganz hoch. Weit zur Seite. Runde nochmal ein über vorne. Brustbein, Schambein zusammen. Richte dich einmal nochmal auf. Hoch. Weit zur Seite. Komm wieder vor in deinen Vierfüßlerstand, Gegenbewegung für die Füße. Leg den Spann ab und aus dieser Stützposition heraus spreiz zunächst die Finger gut auf, richte dich in der Schulter aus, Ellenbogen, Augen schauen nach vorne, ganz stabile Schulter. Bei der nächsten Ausatmung komm mal hoch auf deine Zehen, du kannst so hoch kommen, wie du jetzt möchtest und verpasst deinen Fuß im Stand so richtig eine gute Dehnung. Wenn dir das zu wenig ist, kannst du auch ganz hoch schieben, was immer du jetzt willst. Auf jeden Fall solltest du eine deutliche Dehnung erfahren. Wir halten noch für 3, für 2, für 1. Komm wieder zurück, stell wieder die Zehen runter. Setz dich nochmal zurück auf deine Knie. Streck nochmal in der Brustwirbelsäule. Streck dich, bring die Arme nach hinten und die Schultern. Zieh dein Brustbein noch höher, also die Nase hoch, das Kinn. Und dann vielleicht kannst du dich aufstützen, Schultern näher zueinander bringen. Bring Länge rein, dehne jetzt in erster Linie Fuß und Zehen. Komm wieder zurück, greif wieder vor in deinen Vierfüßlerstand. Spann leg nochmal ab und bei der nächsten Ausatmung stütz dich wieder gut raus. Komm hoch auf deinen Spann und vielleicht möchtest du zurückschieben in einen herabschauenden Hund. Dehne die Fußvorderseite. Noch 2, noch 1. Komm wieder zurück. Prima. Wir drehen jetzt um auf die andere Seite. Die fehlt uns ja noch. Leg dich seitlich hin, bring wieder den Ball unter deine Rippen. Mach dich lang. Beide Beine lang ausgestreckt. Und dann stütz dich zunächst wieder ab. Heb das obere Bein an, beug das untere ein bisschen. Das ist zum einen das Leichte von der Stabilität her. Dehn dich über deinen Ball. Zieh die Zehe raus und führe das Bein vielleicht noch ein bisschen Gefühl in die Verlängerung. Spanne die Pobacke an, dadurch geht die Hüfte vielleicht noch ein bisschen auf. Wichtig, achte darauf, dass der Rumpf neutral bleibt. Wir wollen
drei Ihre Finger. Noch zwei. Noch eins. Einen Schritt lang hinaus. Arm sie vor. Und dann leg dein Bein ab. Mach mal ganz lange ziehen. Streck die Hüfte, spann die Pobacke an. Und wir beginnen hoch. Und leg wieder über deinen Bein. Den. Komm hoch. Leg wieder ab. Einmal. Komm hoch. Vorletzter war das jetzt. Das ist jetzt der vierte. Streck dich lang und nimm dir das Bein mit. Du kommst hoch und auf dein Bein wieder ein Stück hoch. Und zurück. Und zwei. Und zurück. Und drei. Und zurück. Und vier. Ganz lang nochmal machen. Und dann rollen wir den Ball runter. Letzte Übung auf der Matte unten ist Rolling Like a Ball. Open Leg Rocker. Du setzt dich ans vordere Ende deiner Matte. Wenn du jetzt schon einen Ball hast, klemm vielleicht zwischen Fersen und Gesäß ein. Mach dich so rund. Du kannst Brustbeinschampen ziehen, zueinander, Bauchnabel nach innen. Schnapp deine Sprunggelenke. Balancier zunächst. Hinter deinen Sitzbeinhöckern. Kopf bleibt in einer Position, wo du permanent in Richtung Nabel schaust. Einatmen, Millimeter nach hinten, ohne umzukippen, Schultern weg von den Ohren ganz forcieren. Aus, wieder vor, nochmal einatmen, Millimeter nach hinten balancieren. Aus, wieder vor. Sechsmal, rolling like a ball. Wenn du kannst, mit Bremsen, sonst Hauptsache runder Rücken und gute Massage. Einatmen, roll zwischen die Schulterblätter aus, hoch und roll. Und hoch. Und drei. Und hoch. Wenn wir hochkommen, stell jedes Mal noch zusätzlich ein bisschen Kraft im Beckenboden und Bauch ein. Dann fällt das Bremsen gleich viel leichter. Vorletzter. Und der allerletzte. Einmal noch massieren. Und hoch. Löse den Ball. Open Leg Rocker. Schnapp die Oberschenkel, Schultern weg von den Ohren. Beine in einem ca. 90 Grad Winkel im Knie. Gleiches Prinzip. Du machst dich rund, rollst einatmen nach hinten und ausatmen vor. Vielleicht möchtest du ein bisschen deine Brustbein nachstellen. Rock und komm hoch. Und drei, wie ein Schaukelstuhl, wissen wie heißt das so. Und vier, wer möchte, kann jetzt die Beine noch strecken. Eins vielleicht, dann das zweite, nochmal das erste, nochmal das zweite. Wenn du dich wohlfühlst, streck beide Beine, Schultern weg von den Ohren. Und schaukle deinen Stuhl mit gestreckten Beinen. Zurück und komm hoch. Zurück und komm hoch. Balancier dir. Zurück und hoch. Dein allerletzter. Zurück. Komm hoch. Halte hier kurz, egal ob gestreckt oder gebeugte Beine. Führ die Beine zusammen. Mach dich ganz groß. Möglichst lange neutrale Wirbelsäule. Ein bisschen rund und noch in der Rentenwirbelsäule. Löse eine Hand, löse die zweite Hand, schau auf deine Zehen oder deine Knie. Und dann roll nochmal ab, wieder zum Boden. Kreis nochmal kurz deine Knie. Sehr gut. Geschafft. Habe ich nicht zu viel versprochen, dass es heute sanfter wird, oder? Roll dich dann bitte nochmal hoch, komm in einen ganz kurzen Bierfüßerstand. Streiz die Finger auf. Knie sind unter der Hüfte. Mach einen großen Katzenbuckel nochmal. Mach einen breiten Pferdebogen. Mach einen letzten großen Katzenbuckel. Einen letzten breiten Pferdebogen. Barrel Roll. Bauchnabel beschreibt eine querliegende Rolle auf der Matte. Roll und zwei. Und drei. Und drei. In die Gegenrichtung. Zwei. Und Zehen auf, lange neutrale Wirbelsäule, schieb den Po hoch, wandere mit den Händen zu den Füßen oder mit den Füßen zu den Händen. Leg den Oberkörper auf den Oberschenkeln ab, lass den Kopf runterhängen, ganz locker. Umfass die Ellenbogen, schau ein bisschen hin und her. Kopf sagt ja, Kopf sagt nein, alles locker,
Schwerkraft wirken lassen. Und bei der nächsten Ausatmung Beckenboden, Bauch aktiv und stell dir vor, wie ein schweres Gewicht und deinen Kreuzbein nach unten zieht. Streck die Beine langsam, fühl, wie durch dieses schwere Gewicht nach unten sich zunächst dein Becken am Oberschenkelknochen aufrichtet. Streck die Hüfte, lass die Schultern zurückleiten und komm dann langsam Wirbel für Wirbel hoch zum aufrechten Stand. Ich komme in Knieposition, dass ihr mich seht. Streck die Arme in beide Richtungen ganz fest. Nimm mit einer Hand das andere Handgelenk. Große Seite, du kannst jetzt auch die Hüfte aufschieben. Einfach dehnen noch ein bisschen. Andere Seite, einfach dehnen. Dann schlenkere mit den Armen ganz weit locker. Twist in alle Richtungen einmal noch. Komm wieder zurück zur Mitte. Mach dich groß. Dreh den Kopf nach links. Dreh den Kopf nach rechts. Und ich sage vielen herzlichen Dank. Ich weiß, die Stunde war ein bisschen länger. Aber fürs Dehnen wollte ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Ja, nächstes Mal machen wir wieder mit unseren üblichen, etwas kräftigeren oder mich stärker kräftigeren Stunden weiter. Aber ich dachte mal, das nennen wir es auch. Schöne Zeit wünsche ich euch. Bis bald.